Hallo, willkommen zurück zu Lego Dimensions. In der letzten Folge haben wir das erste fehlende Teil für unser Portal gefunden. Und zwar haben wir das der Hexe von Oz weggenommen, sind aber jetzt wieder in so ein Portal gesprungen, um diese bunte Welt, so wie Batman sie genannt hat, zu entkommen. Und wir setzen die Geschichte sofort mal fort. Gucken, wo es denn jetzt hingeht. Ich wollte gerade sagen, das sieht natürlich jetzt auch nicht weniger bunt aus. Wo sind wir denn jetzt hier? Helden? Ich bin vielleicht ein Schurke. Ignoriere ihn. Danke. Nach links, bitte. Oh, diese hübschen roten Schuhe wirst du nicht mehr brauchen, meine Liebe. Hast du irgendeine Ahnung, wo wir sind und was hier passiert? Kansas ist es nicht. Sie haben meine Schuhe. Meinen Ring haben sie auch. Und das Kryptonit, das ich hatte. Und meine Truhe voll gestohlener Beute. Keine Sorge, Eisenbart. Die kriegen wir wieder. Arr? Und dann übergebe ich sie den rechtmäßigen Besitzern. Arr. Ausgezeichnet. Leg sie zu den anderen Elementen. Bösewichte? Ausgezeichnet. Nach rechts, bitte. Ich bin Saruman der Weiße. Und ich bin kein Bösewicht. Oh, bitte. Da! Sauron! Sauron, Herr. Ich bin es, euer Treuer. Oh. Nach rechts also? Wenn es dir nichts ausmacht, dort wirst du allerhand interessante Waffen finden. Und auch ausreichend Gelegenheit, sie zu verwenden. Ja, du wirst ein Irre sein, das Angebot auszuschlagen. Hm? Das heißt, wir sind dabei. Meine Güte, beinahe hätte ich meinen Stab verloren. Ito, nur war es mein Mittagessen. Hey, gute Arbeit. Ihr habt den Wechselstein zurückgebracht. Wechselstein? Was ist das denn? Das hier wohl. Es wird Zeit hier für ein bisschen Gerechtigkeit. Wechselstein zurückgebracht. Set bauen. What? Was soll ich bauen? Ah, okay. Das sind diese Steine. Okay, die habe ich aber schon angebracht, weil es genauso auch in der Anleitung stand, die dem Starter-Pack beigelegt war. Wenn ihr euch das Unboxing-Video dazu anguckt, dann könnt ihr das auch sehen, dass ich die schon angebracht habe. Die habe ich euch gezeigt, wie sie am Portal montiert sind. Warte mal. Was war da? Diesen Wechselstein sollen wir da anbringen? Ach so, wir sollen den da rausholen und da dran machen. Na, dann mache ich das sofort mal. Das ist ja cool. Man hat also dann quasi auch seinen Spielfortschritt, den man erreicht hat im Spiel, kann man auch hier selber an seinem Portal erkennen. Coole Sache. Zack, dann klatsche ich das gerade mal hier dran. Knack, vielleicht habt ihr das Knacken hören. So, genauso wie auf dem Bildschirm sieht dann jetzt auch mein Portal aus. Cool. Dann machen wir das wieder zu und beenden diese Anleitung hier. Wo dürfen wir denn jetzt als nächstes hin? Ein neues Tor geht auf. Aber da hinten kam noch irgendwas. Welt Vorton. Batsch. Betritt mit deinem Charakter das Toypad und drück A, um den Vorton-Computer zu verwenden. Okay. Aber stehen doch alle drauf. Hebe ich Batman mal ab und lege ihn wieder hin. Das überlasse ich lieber euch. Bat, weg ist er und stelle ich ihn wieder hin. Kommt er wieder?
Okay, man muss also doch zu dieser Welt dann da hingehen, denke ich. Aber hier können wir erst noch was zerbauen. Dann machen wir das direkt mal. Vielleicht können wir damit noch irgendwas bauen, was uns weiterhilft. Nimm den Aufzug zu den Toren, um zu anderen Abenteuerwelten zu reisen. Öki Döki, machen wir. Aber ich wollte das hier zerdeppern. Da haben wir auch noch was. Hier auf der Seite haben wir erstmal nichts mehr. Also es öffnen sich dann wohl immer wieder irgendwelche Tore für uns. Zu den nächsten Welten, die wir betreten können. Das ist ganz cool. Was leuchtet denn da oben? Wieso leuchten da so Sachen? War das beim ersten Mal auch schon? Okay, wir kommen da aber nicht hin. Dann lassen wir das auch mal. Dann gehen wir mal hier in den Aufzug. So, wo sind wir denn jetzt? Wie seid ihr beiden denn jetzt hier hochgekommen? Hm? Um Gottes Willen, wo geht's denn hier überall hin? Ich hab's kaputt gemacht. Sind das hier die ganzen Welten, die ich betreten kann? Scooby-Doo. Zugang zu diesem Tor erfordert einen Charakter aus Welt Scooby-Doo. Okay, haben wir nicht. Hier sind tatsächlich die ganzen Welten. Gucken wir mal, was wir noch haben. Midway Arcade. Zugang zu diesem Tor. Ja, okay, macht Sinn. Back to the Future habe ich zwar da, aber habe ich noch nicht ausgepackt. Möchte ich vorher auch noch ein Unboxing machen. Ich wollte erstmal die drei Personen hier durchspielen, die wir eh schon im Starter-Pack dabei haben. Hier geht's also Back to the Future. Kann ich dich da oben runterholen? Ja, kann ich. Sehr schön. So, die Kamera kann ich nicht viel bewegen. Egal. Weiter nach vorne geht's nicht. Dann gehen wir mal hier rechts rüber, bevor wir nachher nach oben gehen. Wofür seid ihr da? Nur um Stubs zu sammeln? Na, das sieht doch nach Jurassic World aus. Genau. Haben wir auch nicht. Für was seid ihr da? Die stehen doch nicht noch einfach so da, oder? Oder kommen daraus auch irgendwann noch irgendwelche Tore? Rätselhafte Dimension. Dafür brauche ich 20 goldene Steine. Na, das sollte doch machbar sein. Und ich bin mir sicher, mit dem Starter-Pack oder so erreicht man bestimmt gerade mal 19. Sodass man gezwungen ist, noch irgendein Pack dazu zu kaufen. Ich kaufe mir Pack dazu. So, bei euch war ich noch nicht. Ah, wenn das mal da nicht nach Batman aussieht. Ach nee, Superman oder einfach die DC-Comics? Damit könnte ich aber mit Batman da rein. Lego Movie Wild Style haben wir auch dabei. Könnten wir auch machen. Ich mag mir aber gerne oben noch die Level anschauen. Also die beiden könnten wir auf jeden Fall betreten. Das ist doch schon mal sehr schön. Gehen wir mal hier hoch. Dumm, diddle, dumm, diddle, dumm, die, dumm. Was haben wir hier? Wizard of Oz haben wir nicht. Man muss also den ganzen Packs kaufen, um da reinzukommen in diese Portale. Portal 2. Ninja Go. Lord of the Rings wäre hier noch. Okay, okay. Und das sieht doch schwer nach Ghostbusters aus. Da habe ich echt Bock drauf. Wie gesagt, das hole ich mir auf jeden Fall noch. Was haben wir hier? Simpsons kommt auch auf jeden Fall noch. Was haben wir hier? Ah, okay. Legend of Chima sagt mir jetzt gerade mal gar nichts. Ups, hier geht's nicht weiter.
Ja, dann überlegen wir uns mal, was machen wir denn als nächstes? Bei Lord of the Rings, da könnten wir doch auch rein. Aber ich glaube, ich mag erstmal Lego Movie machen. Habe ich jetzt ganz spontan für mich entschieden. Das war hier unten. Dupdi-dupdi-dup. Gib mal Gummi, Batman. Dann gehen wir da auch mal direkt hin. Lego Movie war hier. Und wir betreten mal das Portal. Hallo? Ah, ich muss da tatsächlich reinspringen. So, Welt. The Lego Movie. Diese Dimension betreten. Ja, möchte ich. Da gibt es 28 goldene Steine zu finden. 5 irgendwas. Und einen roten Stein. Wir fliegen auf jeden Fall mal dahin. Wildstyle freute sich auch schon. Yay! Auf geht's! Mein Scanner misst eine neue Dimension! Nein, halt! War nur ein Fleck auf dem Display, vergesst das! Seht euch nach einem Ausgang um, ich will nicht den ganzen Tag hier rumschweben! Oh, macht aber doch Spaß! Oh je, es ist, als würde ich erneut dem Balrog gegenüberstehen. Ich bin durch Licht und durch Finsternis gefallen, aber nirgendwo war es auch nur annähernd so farbenfroh wie hier. So, das wird Batman gar nicht freuen. Hey Loser, du willst doch sicher an meiner glorreichen Verbrechensbekämpfung teilhaben, hm? So, was können wir denn hier jetzt machen? Okay, da sind die ganzen Level von einem Lego Movie zu sehen. Zumindest der Old West. Da unten, da scheint ein Rennen zu sein. Ach, und wir haben eine Karte. Können wir uns die denn irgendwie aufrufen? Hm, nicht mit den üblichen Knöpfchens. Deswegen denke ich mir, sollten wir wahrscheinlich mal zu Batman dahin gehen. Hey Loser, du willst doch sicher an meiner glorreichen Verbrechensbekämpfung teilhaben, hm? So, halte X gedrückt und wähle ein Modell vom Rad aus, um es dir zu teleportieren. What? Was zu teleportieren? Ja, haben wir aber doch da. Alles dabei. Ich brauche nichts zu teleportieren. Was haben wir denn da unten? Eine Bauanleitung. Brauche ich nicht. Ich bleib Batman. Hier ist die Steinstadt. Bam. Können wir hier in die Level eintreten oder was soll das heißen? Egal, ich versuche das mal. Wer auch immer dafür verantwortlich war, den Mikromanagern in den Hintern zu treten, hat's anscheinend vergeigt. Denn jetzt sind diese schwarzen Klötze wieder da und reißen alles auseinander. Stört mich nicht wirklich, aber naja, was auch immer. Die anderen wollen sicher, dass wir es wieder hinbiegen. Und wenn wir es eh schon tun, können wir auch cool dabei aussehen. Lassen wir es krachen. Die mögen die Manager sein, aber wir werden uns jetzt um die kümmern. Und nicht auf die nette Art, etwa mit Suppe oder heißer Brühe. Okay, wir müssen jetzt 10 von diesen Robotern einsammeln, oder wie habe ich das zu verstehen? So. Wirklich viel wird einem hier nicht erklärt in dem Spiel. Auch so die Map, die wir da sehen, was da alles angezeigt wird. Hoppala. Jetzt hört es halt auf zu prügeln, bis einer weint. Da oben habe ich auf jeden Fall die nächsten Roboter gesehen. So, 3 von 10. Da sind wir noch zu weit von weg. Hallo? Was soll ich sagen?
Das war wohl der beste, aber auch mit Abstand überteuerste Kaffee, den ich hier. Kommen wir noch nicht dran. Wir müssen also wohl irgendwie hier hochkommen. Oder wie oder was? Aber wie kommen wir hier hoch? Egal, da hinten ist noch ein Roboter. Hier ist alles super. Bis auf die Tatsache, dass irgendjemand mein Haus zerstört hat. Das war gar nicht super. So, nehmen wir die zwei da auch noch mit. Zack. Okay, jetzt 5 von 10. Echt wütend. So, auf der Karte wird uns aber nicht angezeigt, wo die Roboter sich befinden. Gehen wir hier mal weiter durch die Welt. So, hier ist Wasser. Kannst du Wasser ab? Ja, kannst du. Das ist sehr gut. Wo sind denn die nächsten Roboter? Hier ist was fürs Batmobil. Da kommst du nicht hoch, natürlich nicht. Bep. Da haben wir noch einen. Zack. 7 von 10. Haben wir denn hier eine Möglichkeit mit den Dingern da hochzukommen? Nur aufgerüstete Fahrzeugmodelle wie die eine Abschleppstange haben, können schwache Lego-Wände wie diese einreißen. Okay. Batmobil Bau 2 wäre das. Das lässt mich doch jetzt mal hier überlegen, ob ich das mal zusammenbauen soll. Kriegen wir denn da eine Bauanleitung? Wie büb. Ich würde das aber gerne bauen. Die anderen haben wir nämlich noch nicht. Das normale Batmobil reicht dafür nicht aus. Büb. Wie kommt man denn da an die Bauanleitung? Ich glaube, dabei werde ich Hilfe benötigen. Okay, haben wir wohl noch nicht. Sonst könnten wir da vielleicht hoch. Ansonsten kommen wir hier nämlich nicht hoch. Nicht, dass ich wüsste, wie. Wo sind denn die anderen? Die anderen Roboter. So, akrobatische Charaktere können besonders hoch springen und sich an blauen Stangen festhalten. Das wissen wir. Dann wechsle ich mal zu Wild Style. Dann kommst du hier auch hoch, gell? Ich bin immer noch nicht in allen dieser Gebiete hier gewesen. So, ich habe die Hoffnung, vielleicht von hier oben einen besseren Überblick zu kriegen, wo noch die letzten Roboter stecken könnten. So, hier ist keiner. Wie sieht es denn hier auf dem Berg aus? Da ist auch nichts. Da oben auch nicht. Ist ja eine coole Position hier. Aber die sieht man von oben auch überhaupt nicht. Na, tolle Sache. Da haben wir noch eine Burg. Da haben wir The Old West. Was haben wir denn da hinten? Das sieht mir auch nach Wüste noch aus. Naja, gehen wir mal hier auf der Seite runter wieder. Kannst du damit auffahren? Ja, kann sie. Yay.
war das für ein Fall? Das war's für Batman. Ach so, der kommt dann nur hoch. Na gut. Sind denn diese Roboter hier in der ganzen Welt versteckt? Bö, bö. Ein Spanferkel oder was soll das sein? Wie cool sieht das denn aus? Lecker, lecker. Bin jetzt so ein bisschen irritiert, was ich hier machen soll. Ich finde leider auch keine weiteren Roboter. Ich muss wahrscheinlich hier die diversen Aufgaben erfüllen und Sachen einsammeln. Aber ich mag mich erstmal so ein bisschen umschauen, was es denn hier noch so alles gibt. Wow. Ach, das war so ein Pilz. Okay. Hier gibt es auch wieder Spanferkel. Was gibt es denn hier drin? Nix. Das war enttäuschend. Zack, noch ein Häuschen. Wenn es wenigstens so eins von 365 wäre. Hier geht's ins Wasser. Oh, was ist das? Ein geheimer Zugang? Gucken mal weiter. Hier geht's auch runter. Aber keine Roboter weit und breit zu sehen. Da, ein goldener Stud. Was willst du mir sagen? So, Ranken durchtrennen. Ja, kann nur hier ein Charakter aus Jurassic World. Na gut. Dann nehme ich das mal so hin. Also muss man sich das ganze Zeug kaufen, um die ganzen Gegenstände zu finden, was natürlich echt kacke ist. Werde ich nämlich definitiv nicht machen. So, mich würde aber schon interessieren. Schreck mich nicht so. Ich kriege das schon raus. Ich bin schließlich Batman. Scooby-Doo hat die Grabenfähigkeit. So, dich kann ich nicht kaputt hauen. Das hier sieht aber doch nach irgendwas für Gandalf aus. So, dieser Schlüsselsteinschalter wird erst dann aktiv, wenn du den benötigten Schlüsselstein freigespielt hast. Okay, wann auch immer das sein wird. Was haben wir hier? Hier müssen wir wohl irgendwas auf dem Portal platzieren. Rot, blau und gelb. Haben wir aber nicht. Wir haben blau, glaube ich. Ich glaube, blau ist doch Batman. Wildstyle ist pink. Und Gandalf ist weiß. Deswegen können wir das leider nicht öffnen, das Tor. So, wo geht's denn hier weiter? Naja, da brauchen wir bestimmt wieder jemanden wie Superman, genau. So. Da hinten sind wieder Geister. Kannst du denn schwimmen? Oder geht ihr unter? Nein, wir können schwimmen. Sehr gut. Hepp. So, da haben wir wieder rissige Lego-Steine. Da brauchen wir wieder irgendeinen Supercharakter für. Haben wir aber nicht.
Hinten haben wir Geister. Hätten wir denn vielleicht mal irgendwen dabei, der mal was kann hier? So, das kann man nicht kaputt machen. Oh, was haben wir hier? So, mit Gegenständen wie... Ich kann es gar nicht erkennen. Können Geister eingefangen werden? Okay. Ist also auch was für Ghostbusters. Ja, da sind wieder die Geister. Ja, wissen wir, wissen wir. Was haben wir denn da hinten? Noch ein Hochhaus. Wo sollen sich denn die restlichen Roboter befinden? Check ich nicht. Geht's denn da hoch? Kommen wir denn da irgendwie hoch? Kann hier aber auch nichts bauen, was einem weiterhilft. Das wäre mal ganz nett. Was ist denn das mit dem Floß hier? Hm, was ist denn das auf der Karte da, dieser Pfeil? Schwimme ich mal dahin. Das wäre mehr oder weniger genau hier. Und ich habe keine Ahnung, was ich hier dann machen kann. Merkwürdig. So, schwingen wir mal wieder zurück. Eppa. Eppa. Es wäre cool, wenn Batman wenigstens auch so ein Stückchen fliegen könnte mit seinem Fledermausmantel. Kann er aber leider nicht. So, jetzt sind wir wieder hier an dem Portal, wo wir rausgekommen sind. Waren wir denn noch nicht? Gehen wir mal hier in die Richtung. An diesem Hochhaus waren wir noch nicht. Da hinten blinkt doch auch irgendwas für Wildstyle. Ich habe Hoffnung, dass wir hier was tun können. Platsch. Genau, erstmal ins Wasser fallen. Ins Wasser fallen. Bum, 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 bum. Ah, das teilt uns also mit, dass da was ist, wo wir hochspringen können dran. Eppa. Aber weiter kommen wir dann auch schon nicht mehr. Okay, ich würde sagen, das gucken wir uns mal mit Wildstyle an. Und zwar machen wir das in der nächsten Folge. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei wärt. Bis dann. Ciao.